Autobahn fix. Nach diesen sensationellen landschaftlichen Eindrücken nähern wir uns jetzt so langsam dem nächsten Ziel unserer Reise. Ich kann es kaum glauben. Wir werden mit meiner Frau. Wir werden gleich tatsächlich und unfassbarerweise nach vielen, vielen tausend Meilen und dem ganzen Atlantik, den wir überquert haben, werden wir Conor Woods sehen. Ja, Conor Woods Hasen, der ist noch nicht fertig, weil er scheint ja unglaublich hoch zu wohnen hier. Wir sind hier also schon wieder auf Schneegrenze. Jetzt mal rausgeguckt. Schneegrenze. Es ist so hoch, ein fantastisches Tal. Wir sind durch ein wunderschönes Städtchen durchgekommen. Und von diesem Städtchen ging es jetzt hier 30 Meilen immer am Fluss entlang, ein wunderhübsches Tal hoch. Jetzt bis hier oben zur Schneegrenze. Hier liegt auch relativ viel Schnee. Wir hatten so viel Schnee wie in 40 Jahren nicht mehr. Ich hoffe, der Ton ist halbwegs gut. Ist ein bisschen laut hier in dem RV, in unserem Motorhome, in unserem Wohnmobil. Ja, also wir hatten hier unfassbar viel Schnee. Wir haben ja hier jetzt Mitte Mai und die Flüsse springen mit einer Gewalt hier das Tal hinunter. Sind völlig überlaufen gefühlt. Also die haben eine unfassbare Schneeschmelze hier jetzt auch gehabt. Ja, gleich schüttel ich in die Hand. Kaum zu glauben. Yeah. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Lawn Rebel? Herzklopfen! Das ist sein Haus. Hinter dem weißen Zaun. Hier vorne kannst du anhalten. Nein! Wow! Freaks, it's unbelievable! Crazy! We are here. Oh, ich kann es nicht glauben. The Lawn Rebel. Hey guys, what's up? Wonderful. Good to see you. It's so good to see you. Yes. It's so amazing. You guys amazing. Had a long journey. Really long journey. Is das irre? Guckt euch ihn an. Hello, folks. Good to see you. Welcome. It's good to see you. Yeah, welcome. Beautiful. Yeah. Beautiful road, beautiful country, beautiful. Yes. Land. It's so beautiful here. Yeah, it's awesome. And now, freaks, right on the here. Real master. Yeah, the real master. If I can get this off of here, can you get the backing off the sticker? Got to be smarter than the sticker. You stick it. So see that, folks? That right here, huh? Right there. Right on the mower. Yeah. German mower here, folks. This is what you call a German mower. Yes. Toro through and through. Why is that a German mower? Because it's got a German sticker. Okay. Now it's a German mower. It's got a German sticker on it. Yeah. Here, freaks. Ich sitze auf dem Rasen von Conor Woods. I'm sitting on the lawn from Conor Woods. It's unbelievable. A little bit slow mold, but it's okay. Because lots of snow mold. Okay, lots of snow mold. Don't tell the truth. Yeah, hey, cool. But yeah, so. Cool. So, Freaks, wir sind jetzt hier draußen bei Conor auf seiner Rasenfläche. Er hat zum allerersten Mal für mich gemäht. Und es ist unglaublich. Der Rasen sieht dafür, dass es zum ersten Mal gewirkt wurde, super aus. Und das so, lieber Rasenfreaks, nun sitze ich hier auf einem sehr, sehr schicken, sehr modernen Campground. Oder wir sind wir hier auf einem Campground gelandet. Und ich versuche gerade die
echt super nette, super liebensvolle, super offene Begegnung mit Connor Ward und Amy, seiner Frau, zu verarbeiten. Es war so nett. Wir waren nicht lange da, weil wir noch 800 Meilen in den nächsten 2 Tagen fahren wollen. Aber es war so herzlich. Wir sind halt zum Mittagessen eingeladen worden. Wir sind reich beschenkt worden mit ein paar T-Shirts und Sweatshirts. Unfassbar. Und echt cool. Also es ist anders als auf den Videos. Das muss man mal deutlich sagen. Es ist genauso, wenn ihr zu mir kommt, zu uns kommt, dann denkt ihr auch immer, Mensch, hu, das ist ja doch kleiner, als es auf den Videos erscheint. Das ist auch bei Connor Ward so. Er filmt mit einer GoPro und die hat halt einen großen Weitwinkel. Und dann wirkt die, ja, die Landschaft, die man filmt, wirkt immer viel, viel größer als in Wirklichkeit. Und das fällt natürlich dann schon auf, wenn man mal auf so einer Fläche steht. Aber es war eine ganz tolle Begegnung. Wir können das noch gar nicht fassen, dass wir das gemacht haben. Ja, und jetzt entspannen wir hier auf dem nächsten Campground mit einem fantastischen Bergpanorama. Ich hoffe, ihr fandet das Video cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und sage Dankeschön. Tschüss.